Max von der Gröben hat schon als Steppke die Medienwelt zu Hause. Mit den Sportjournalisten Ulrike und Alexander von der Gröben als Eltern. Kaum 12 landet er am Fernsehset. Glänzt bald mit Substanz und Tiefe. Es gibt die goldene Kamera plus ein Auto. Ich habe noch keinen Führerschein. Gut, falsche Reihenfolge. Zum Star wird er mit Fuck You Goethe als liebenswert schlicht gestrickter Pausenhofboss Danger. Mehr als 21 Millionen lachen sich im Kino scheckig. Max holt sich erst den Filmpreis, dann den Platz an der Schauspielschule. Falsche Reihenfolge, mal wieder. It is wie es is. It could wie it could. Und it had noch ever your DNA. Als rheinischer Gemütsmensch ist er natürlich Fan vom 1. FC Köln. Albert gern rum in Hörspiel- und Synchronstudios. Lass mich runter, ich bin noch kein Ohrring. Kriegt aber auch die ernsten Charaktere grandios auf die Reihe. Im Moment von der Kinorolle als Nazi, ich kann dir eine Ahnung was besorgen, bis zur Disney-Serie als Anwalt in den Auschwitz-Prozessen. Das reicht nicht aus für einen Haftbefehl. Ich habe nur Befehle ausgeführt. Auf jeder Seite des Schicksals eine starke Figur, Max von der Gröben. Ja, herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ja, wurde schon fleißig gekichert, ne, bei der falschen Reihenfolge. Dafür läuft es aber sehr gut. Ja, ich meine, viele Wege führen nach Rom oder zum Ruhm und ja, jetzt sitze ich hier. Genau, und du hast es auch eigentlich gar nicht weit gehabt, warst eh gerade in Berlin, weil es war? Premiere meiner neuen Serie, das Deutsches Haus. Deutsches Haus, da sehen wir auch die Bilder. Genau, läuft ab nächster Woche, ab dem 15. bei Disney Plus. Genau, wir sprechen da auch noch später drüber, nur schon vorab ist es eine Miniserie, die da auf Disney Plus an den Start geht. Spielt 1963 in Deutschland, es geht dabei um die Auschwitz-Prozesse. Mhm. Später mehr, aber man sieht schon auf den Bildern, ist ja wirklich ein Wahnsinns-Cast. Ja. Wen sehe ich da? Heiner Lauterbach, Iris Berben, Sabine Tambrea, Katharina Stark. Ja, wirklich bis in die letzte Nebenrolle hervorragend besetzt. Und das ja, macht sich dann auch bei der Serie wirklich bemerkbar. Ich habe es gestern noch mal gesehen, zumindest die ersten beiden Folgen. Hast und du. Ja, im der großen Leinwand ist ja schon noch mal ja, was klar. anderes. Und ja, das macht schon echt Spaß zu gucken. Und also Spaß ist schon auch ein, also Spaß ist vielleicht das falsche Wort. Ja, genau, auch heute an so einem Tag. Ne? Weiß ich gar nicht, hat man da überhaupt gefeiert oder war da auch eher so ein bisschen. Also natürlich, wir haben erstmal die Premiere eben gefeiert, aber wir haben zum Beispiel abgesehen von einer großen Premierenparty hinterher, klar, man ist noch hinterher im kleinen Kreis was trinken gegangen. Aber irgendwie fühlte sich das dann irgendwie dann auch nicht ganz richtig an. Aber man wollte trotzdem auch das geschaffene Projekt dann irgendwie. Ja klar, und es ist wirklich ein richtig Riesenprojekt. Da sprechen wir später noch und haben auch einen Ausschnitt. Erstmal wollte ich noch mal auf deinen Namen kommen. Weil ehrlicherweise haben wir ja die Hälfte weggelassen. Ne? Also, der richtige Name, Maximilian Alexander Graf von der Gröben. Ne? Betonung auf den Schluss. Adelstitel, wir haben auch sogar ein Wappen gefunden. Ja. Kannst du es bestätigen? Das ist es. Genau. Es sieht mega cool aus. Ja. Ein bisschen nach Star Wars, finde ich. Ja, ich finde es auch ganz schick. Was weißt du über die von der Gröbens? Dass sie ein Uradel sind. Also man kann das wirklich bis ins 12. Jahrhundert, kann ich meine Familiengeschichte zurückverfolgen. Und ich glaube, es gibt sogar eine kleine Stadt in der Nähe von, also gar nicht weit von hier, ja, in Brandenburg. Ja, genau. Der heißt Gröben. Ganz genau. 312 Einwohner bei Potsdam. Ja, Ortsteil von Ludwigsfelde. Genau. Ja, um ehrlich zu sein, so ganz genau. So bewandert bin ich da jetzt nicht. Aber ja, ich glaube, da kommen wir irgendwo her. Und dann ging es aber noch ein bisschen weiter ins heutige Polen, in Ostpreußen. Und dann haben sie sich irgendwie alle verteilt. Hast du denn überhaupt jetzt was? Also gut, du hast ein bisschen Stammung oder hast du überhaupt was mit Adel am Hut? Es gibt ja immer so diese Adelstreffen auch. Nee, tatsächlich nicht. Also es gibt irgendwie ein großes Familientreffen, aber so die Adelstreffen in dem Sinne jetzt nicht. Ja, ich werde oft gefragt, was bringt einem der Graf und der von der im Namen, vor allem eins oder zwei Sachen. Man hat einen langen Namen und man steht weiß, das im Ausweis? Ja, in meinem, also es ist jetzt kein Titel mehr, sondern gehört zum Namen. Und mein Name ist, wie du eben sagtest, Maximilian Alexander, Graf von der Gröben. Und das führt dann dazu, dass man, wenn man irgendwie, weiß ich nicht, beim Arzt zum Beispiel anruft, dann wird man nicht gefunden, weil man nicht weiß, ist man unter Graf, unter von oder der oder Gröben. naja, aber es gibt viele trotzdem Möglichkeiten. Irgendwie ganz schön, ja. Genau, Max von der Gröben, einer aus dem Adelsgeschlecht, ist auf jeden Fall ein berühmter Schauspieler geworden. So viel ist sicher. Du bist ja bekannt geworden, man kommt ja nicht drum rum, mit der Rolle oder mit den Rollen als Dan in Fuck You Goethe. Damals, 10 Jahre ist das her, ja. Sagst du gleich, ne? Wahnsinnserfolg.
Wie war das für dich damals? Da kommt dann so eine Rolle, ne? Und du bist dann der Danger. Rechnet man damit, dass das dann so ein Riesenerfolg gleich wird? Nein. Also damit hat wirklich niemand gerechnet. Also auch von dem ganzen, von der ganzen Produktion her. Klar, man hat, glaube ich, schon gedacht, dass es erfolgreich werden könnte. Aber das, ja, damit war nicht zu rechnen. Und das ist ja auch nicht wirklich üblich, auch in der heutigen Zeit oder auch vor 10 Jahren noch, diese Kinozahlen. Und umso größer war die Freude. Und ja, das hat dann natürlich schon auch meinen Leben gewissermaßen verändert, so dass ich, wenn ich mal zum Brötchen holen gegangen bin, dann vielleicht mal nach dem Foto gefragt wurde und die Leute einen einfach erkannt haben auf der Straße. Mhm. Und ja, das war schon was Neues dann plötzlich. Ja, du bist ja auch noch zur Schule gegangen, ne? Das hat sich da dann auch noch was für dich verändert? Halt? Also zur Schauspielschule, genau. Ich habe Fuck You Goethe 1 gedreht und dann ein paar Monate später ging meine Schauspielschule los. Also ja, auch da wieder. Erst wieder einen großen Erfolg gedreht und dann... Aber ist ja auch krass, ne? Wenn man dann gerade quasi anfängt an der Schauspielschule, aber man ist eigentlich ja schon so ein großer Star oder hat einen großen Erfolg mit so einer Serie, ne? Ja, wobei, das war schon eine klassische Theaterausbildung auch und mir war das irgendwie einfach wichtig, dass ich das Schauspiel nochmal von Grund auf lerne. Und ja, das hat mich auch wirklich nochmal weitergebracht und mir wirklich gut getan. Und ja, ich kann es jedem empfehlen, wer den Beruf verfolgen möchte, dass er sich damit auch irgendwie dahingehend auseinandersetzt. Und dann trotzdem halt nebenbei immer wieder auch die Fuck You Goethe, ja. Teil 2 und 3. Das ist ja dieser Cast, Jella Hase, Elias Mbarek, alle großen Namen, die dabei waren und die Leute ja auch lieben mit ihren Rollen. Gibt's da irgendwas, ist da geplant, soll da mal was weitergehen? Ja, das kann ich schon erzählen, weil das ist schon öffentlich. Es gibt einen neuen Film und von dem Macher von Fuck You Goethe, von den ganzen Machern von Bora Daktikin hat geschrieben, der Regisseur. Und der Film heißt, oder erstmal der Arbeitstitel Chantal im Märchenland. Chantal ist Jella Hase. Genau. Und ja, das ist bekannt. Und mehr darf ich, glaube ich, aber auch nicht verraten. Aber du bist wieder dabei als Danger. Ich bin dabei. Ja, okay, ja. Okay, gut. Mehr nicht verraten. Pass auf, wir haben in der Sendung ja manchmal immer so Überraschungen. Und zwar Grußbotschaften. Das sind dann Leute, die kommen und an einen denken. Und wir haben jemanden angefragt. Und der macht das wirklich sonst nie. Der macht das nie, nie. Aber bei dir hat er sofort zugesagt. Bin ich gespannt. Hallo Max, ich möchte es mir nicht nehmen lassen, dir einen Gruß dazulassen. Wir kennen uns schon eine Zeit lang durch unsere gemeinsamen Dreharbeiten zu Fuck You Goethe 1, 2 und 3. Das ist schon eine Zeit lang her. Da warst du damals noch ein junger Schüler. Jetzt bist du sozusagen Flügge geworden. Ich kann mich an echt viele lustige, tolle gemeinsame Drehtage mit dir erinnern. Und auch an einige lustige Taxifahrten in Thailand. Aber in erster Linie möchte ich dir sagen, dass ich wirklich sehr stolz auf dich bin. Ich finde es super schön, dir auf deinem Weg zugucken zu dürfen. Immer schön, mit dir vor der Kamera zu stehen, dich irgendwo zu treffen. Und ich finde es ganz toll, was aus dir geworden ist. Was für ein toller Schauspieler du bist, wie sehr du an dir arbeitest und was für einen besonderen Weg du gehst. Insofern wünsche ich dir weiterhin ganz viel Erfolg bei allem, was du tust. Ganz viel Glück und Zufriedenheit. Und ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder. Dein Elias. Ja, Elias Mbarek, der Zecki. Das ist wirklich super lieb. Ja, weil viel beschäftigter Mann, dass er sich, ja, dann eine kleine Grußbotschaft freut und dann auch noch so liebe Worte. Naja, und er ist ja wirklich ein Fan von dir. Man glaubt auch sofort, dass ihr beide lustige Sachen in Thailand im Taxi erlebt habt. Wir hatten da auch viel Spaß. Es waren auch harte Dreharbeiten, aber wir hatten auch Spaß. Das glauben wir dir sofort. Was schätzt du denn an ihm? Weil er hat ja ein richtiges Loblied dich hinterlassen. So. Ja, ich meine, ich kam da an als damals noch unbekannter Schauspieler und durfte dann mit Elias Mbarek drehen. Ich weiß noch, auch beim ersten Casting sind wir uns direkt begegnet und haben direkt gespielt. Und ja, ich meine, man guckt immer auf ihn, zu ihm hoch, ist schon ewig dabei, ist so ein Profi. Und dann ist er aber auch noch so ein lieber Mensch und hat uns immer sofort super gut behandelt und wie einfach ein Kollege, ein Kumpel auch und wie er gerade erzählt hat, wir hatten auch viele gute Zeiten. Und auch immer, wenn wir uns sehen, über den Weg laufen, haben wir immer eine gute Zeit und ja, ich schätze ihn wirklich sehr. Ja, das hat man gemerkt, beruht auf jeden Gegenfall, auf jeden Gegenseitigkeit. Ja. Jetzt hast du ja die Rolle, das habe ich mich schon auch gefragt, die Rolle des Danger, die ist ja schon auch, wie unser Autor sagte, ein schlichtes Gemüt, Prolet. Wie schwer ist es denn dann, sich auch aus so einem Korsett zu befreien? Du hast es ja 3-mal gespielt. Mhm. Also wenn ich zum Beispiel Til Schweiger sehe, denke ich immer noch an Manta Manta. Wie kommt man da raus?
Also ich muss schon sagen, dass ich dann auch irgendwann bewusst, ich habe ja auch dann noch ein paar andere Teenie-Komödien gemacht und Bibi und Tina und hier und da und alles super schön und ich möchte es gar nicht missen. Und, aber ich wollte natürlich auch, weil ich auch vorher irgendwie andere Sachen, also auch viele Dramen irgendwie gespielt habe und da wollte ich schon das auch wieder weiterhin machen, weil für mich ist der besondere Reiz am Schauspieler sein, dass eben nicht jeder Tag gleich ist und nicht jede Rolle gleich ist, so dass ich irgendwie auch in den Genres springen kann. Und da habe ich dann schon bewusst mich dafür oder dagegen entschieden oder dafür entschieden, erstmal weniger Komödien zu machen und dann so. Und auf die ernsthaften Rollen zu warten, die ja genau, dann auch kamen und sogar kamen mit Auszeichnungen. Ne? Du hast ja eben noch diesen Menschen mit Behinderung gespielt, genau. Inklusion und hast dann ja auch Goldene Kamera gewonnen. Also da kam ja auch ganz viel. Aber spannend, also man muss dann vielleicht erstmal abwarten und auch ein Stück weit aushalten. Absolut. Du bist ja in einem Medienhaushalt groß geworden, ne? Mama, Nachrichtenmoderatoren, Papa, Sportjournalist Ulrike von der Grüm, Alexander von der Grüm. Ja. Wird man dann automatisch, wolltest du automatisch vor die Kamera? Prägt sowas? Nee, also ich nicht unbedingt als vor die Kamera. Das war, glaube ich, irgendwie gar nicht so das Ding. Aber ich habe dann schon relativ früh dann doch irgendwie gemerkt, ja, dass ich irgendwie so ein dieses Schauspieler-Ding in mir drin habe. Ich könnte jetzt sagen, ja, ich habe den Josef mal im Krippenspiel gespielt und musste, meine Eltern mussten irgendwie eine selbst erdachte der Aufführung von uns, von mir und meiner Schwester auch zusammen irgendwie sich übergehen lassen, ertragen. So. Gehen war so schlimm. So, weiß ich nicht. Aber ich habe dann relativ früh direkt angefangen und habe viel Hörspiel gesprochen beim WDR und dann kam irgendwann auch die erste Filmrolle und ja, ich habe das dann, natürlich dann, wenn man ein Teenie ist oder noch fast ein Kind, dann träumt man davon, ja, super, ich werde jetzt Schauspielstar. Und nach dem Abitur habe ich mich dann aber wirklich mal mit der Idee auseinandergesetzt, ob ich wirklich Schauspieler werden möchte, mit all seinen Vor- und auch den ganzen Nachteilen, die dieser Job mit sich bringt. Und ja, dann habe ich mich dafür entschieden, habe dann gesagt, ich möchte es richtig machen, bin auf die Schauspielschule gegangen. Und so war der Werdegang. Ja, hast dann auch noch das Handwerk gelernt, nachdem der große Erfolg war. Das finde ich nämlich auch besonders spannend an dir. So, Schauspieler Max von der Grüben ist bei uns. Und wir haben gerade schon erfahren, los ging es bei dir mit Hörspiel. Genau. Und jetzt denken Sie sich, was stehen die denn hier vor Linsen und Nudeln? Aber für Hörspiele braucht keine man ja Kochshow. Geräusche. Nee, genau, ne? Als Korn hast du nicht angefangen. Machen wir jetzt nicht. Aber man braucht Geräusche für Hörspiele. Mhm. Und du hast erzählt, bei deinen Hörspielen gibt es sogar auch noch Geräuschemacher. Ja. Ne? Und wir wollten jetzt ein kleines Hörspiel machen. Unsere Redakteurin Manuela Wagner wird uns eine Geschichte vorlesen über Max und Sabrina, die etwas erleben. Und dann müssen wir die verschiedenen Geräusche dazu machen. Hast du schon irgendeine Ahnung, was vielleicht hier für Geräusche passieren könnten? Ja, ich meine, ein paar sind klar, ne? Hier eine Klingel. Ja, das ist selbsterklärend, aber ich glaube, das glasklar. Ist... Glasklar. So, wir wollen nicht zu viel verraten, aber mit Linsen kann man Regen machen. Genau. Regen machen, ne? Du kannst ja mal knistern. Hier, dachte. Hört man das? Oder hier, ne? Und wir haben auch irgendwas auf dem Tisch stehen, damit kann man Frosch-Sound machen. Oh ja. Oh ja, sagt er. Und wir knacken Knochen. Okay. Sollen wir loslegen? Bist du bereit? Let's go. Let's go. Okay, Manuela, deine Geschichte. Okay, ein Tag wie kein anderer. 8 Uhr morgens. Sabrina fühlt sich merkwürdig aufgeregt. Ihr Herz schlägt laut. Okay. Ah, warte mal. Herzschlag. Noch lauter. Sie zieht die Wohnungstür hinter sich zu und marschiert los. Ach, ich marschiere. Ja. Bisschen schneller, oder? Oh, gleich fällt sie aber und das Herz klappert. Ortswechsel Kreuzberg. Max streckt sich, seine Wirbelsäule knackt. Bitte die Nudeln. Na ja. Alter Herr. Ja. Er war gestern aus München gekommen. Trotz der harten Nacht auf dem Sofa seines Berliner Freundes pfeift er Reinhard Mais über den Wolken. Nee. Reinhard Mais über den Wolken. Ja. Vor dem heutigen Casting will er sich treiben lassen, auch wenn es draußen regnet. Oh, Regen. Naja, Regen sind die Linsen. Aber du machst auch noch irgendwas dazu. Hört sich gut an. Es regnet sehr stark. Sabrina will heute recherchieren über ihren Gast Max von der Gröben, den sie bei Studio 3 interviewen soll. Doch es zieht sie magisch in den Tiergarten. Mhm. Trotz Regen und pfeifendem Wind... Oh, Wind.
Trotz Regen und pfeifendem Wind denkt sie sich... Ganz schön windig hier. Max ist auch im Tiergarten gelandet. Am neuen See hört er einen Frosch laut quaken. Der Frosch. Ah, ja, den kenne ich. Den kenne ich. Warte. Und er quakt noch lauter. Ja, und der Frosch spricht zu ihm. Gehe 200 Meter geradeaus und dann links um den großen Busch. Max denkt. Was denke ich denn? Auf jeden Fall denkst du laut. Aha. Wer ist die Frau dort vielleicht? Wer ist denn die Frau dort? Auch Sabrina folgt den Zeichen der Natur. Ein fliegendes Entenpaar weist ihr den Weg ins Dickicht. Ja, hört sich nach Enten an. Wer hätte das gedacht? Handschuhe. Max entdeckt hinterm Busch einen bärtigen Mann mit Kochmütze an einem Feuer. Oh Gott, ich kenne Feuer, dann müssen wir hier. Feuer. Ah. Ah. Kleiner Tipp, lass. Knistert, es knistert. Wow, ja. Das ist von der anderen Seite schleicht eine junge Frau heran, die ebenfalls überrascht scheint. Der Koch sagt: Hallo Sabrina, willkommen Max. Damit ihr euch schon mal kennenlernt, haue ich euch Bratkartoffel und ein Steak in die Pfanne. Mhm. Ah, das ist das. Da müssten wir eigentlich hier. Jetzt wird gebraten. Jetzt wird gebraten. Ich war viel zu früh dran mit der Brause. Just da klingeln die lustigen Glocken von Sabrinas Wecker. Sie schreckt hoch aus ihrem Traum, indem sie ihren heutigen Studio-3-Gast Max von der Gröben schon kennengelernt hat. Das war unser Hörspiel mit Max von der Gröben. Sehr herrlich. Gut. Mein Favorite war ein Live-Hörspiel. Ja, ein Live-Hörspiel. Mein Favorite waren auf jeden Fall deine Enten. Guck mal, das Feuer hört jetzt gar nicht mehr auf. Das ist jetzt. Ja, jetzt haben wir hier Brandgefahr im Studio. Und deine Knochen, die geknackt. Ja, das stimmt. War das früher so, als du Hörspiele gemacht hast? Tatsächlich, eben, das ist eigentlich der Teil, wo ich nicht wirklich dabei bin mehr. Aber ich habe mal in der Schauspielschule ein Live-Hörspiel gemacht und da haben wir es genau so gemacht. Wir haben ja, eben das vorgetragen und dazu Geräusche gemacht. Also das mit den Nudeln kanntest du schon. Genau. Und den Frosch und überhaupt. Ein Geräusch haben wir noch für Sie. Also das haben wir jetzt hier alles analog gemacht. Jetzt haben wir aber noch so ein digitales Geräusch. Kennen Sie das? Kennst du das, Max? Na, was könnte das sein? Irgendwas auf Eisenstangen? Ja, es sind Mauerklopfen, die Mauerspechte. Ah. So hat man die genannt, die früher halt auf die Mauer geklopft haben nach dem Mauerfall und sich halt Mauerstücke. Ah, ich habe sie ja, muss ich gestehen, gekauft. Also wirklich? Ja, ich habe mir ein kleines Souvenir gekauft. Aber die Mauerspechte haben es geklopft und dann mitgenommen. Genau. Schauspieler Max von der Gröben ist bei uns und hat gerade eine neue Serie auf Disney Plus. Mhm. Premiere war auch gerade in Berlin. Ja. Und im Grunde genommen geht es ja eigentlich auch darum, ne, in dieser Serie, um dieses Nie wieder. Erzähl uns. Worum geht es in der Serie? Absolut. Es geht um die Auschwitz-Prozesse in Frankfurt 1963. Erzählt aus der Perspektive einer jungen Dolmetscherin, polnisch-deutsch, und die selber quasi damit erstmal konfrontiert wird, mit diesen ganzen Schrecken, was da passiert ist. Und so nimmt sie den Zuschauer auch mit, weil es ist wirklich erdrückend in... wie detailreich das auch dort geschildert wird. Und wir haben die ganzen Opfer erzählen ihre Geschichte im Gerichtssaal. Und das, klar, wir haben das alles schon gehört und wir haben das alles schon mal in der Schule gelernt. Aber in diesem Ausmaß war mir das auch nicht bewusst. Und da geht die Serie wirklich unter die Haut. Mhm. Und was ist deine Rolle? Ich bin ein junger Anwalt auf der Seite der Ankläger. Und kämpfe für die Gerechtigkeit und für eine gerechte Strafe allen Nazis. Mhm, und wir haben genau davon auch einen Ausschnitt. Ich stelle fest, der Angeklagte drohte der Zeuge mit ihrer Vergasung. Bisher behauptet er, nichts von den Vergasungen gewusst zu haben. Diese Frau legt mir etwas in den Mund. Angeklagter Mulka, setzen Sie sich. Herr Angeklagter, entspricht es der Wahrheit, dass Sie hier mit Ihrer Familie gewohnt haben? Das ist eine schlechte Abbildung. Hier waren das Standesamt und die Lagerleitung. Hier sind die Gaskammer und das Krematorium des Stammlagers.
Sie mussten daran vorbei, zweimal am Tag. Und sie konnten das Gebäude von ihrem Büro aus sehen. Es ist unmöglich, dass sie nichts von den Vergasungen wussten. Herr Vorsitzender? Der Plan ist falsch. Ich beantrage die sofortige Aufhebung der Haftverschonung des Hauptangeklagten Robert Mulka. Wie gesagt, der Plan ist falsch. Ach. Deutsches Haus. Ach, mir geht's so, ich finde, das ist echt ein Zynismus nicht zu übertreffen. Ne? Der Plan ist falsch. Ja. So ekelhaft, ne? Das ist zieht sich dadurch die ganze Zeit. Wir haben von nichts gewusst und wir haben nur Befehle befolgt. Und ja, und man kämpft immer dagegen an und die lehnen sich zurück, auch großartig gespielt, auch dieses Böse einfach. Ja, das hat es uns dann auch leicht gemacht, dass da einfach noch mehr Wut und Unverständnis einfach in einem hochkommt. Hm. Wie hast du dich denn auf die Rolle vorbereitet? Tatsächlich ist meine Rolle an einer reellen Figur angelehnt. Also den Staatsanwalt gab es wirklich? Genau, es waren ziemlich viele damals und die wurden jetzt in der Serie ein bisschen komprimiert. Aber es gab einen, der wirklich Kügler hieß und wir wollten den jetzt nicht genau nachmachen, weil es geht nicht um diese Figur, es geht um das große Ganze. Aber dennoch habe ich mir, man kann sich den ganzen Prozess bei YouTube anhören. Und da hört man ihn auch. Und ich habe dann der Regie vorgeschlagen, ob man nicht einen genauen Wortlaut von ihm übernimmt, dass ich den so vortrage. Einfach, um dieser Person auch irgendwie ein bisschen zu würdigen, die sich so dafür eingesetzt hat. Und das haben wir dann auch getan. Und ich trage das dann auch genauso vor. Und irgendwie finde ich das schön. Und ja, das hat auch eine besondere Kraft dann. Mhm. Und jetzt gerade auch eben vor diesem aktuellen Hintergrund, wir haben schon Bundeskanzler Scholz vorhin gehört und auch einfach diese ganzen Berichte, ich hatte es auch schon ganz oft in den Nachrichten, dass Jüdinnen und Juden sich nicht mehr sicher fühlen. Unser tagesaktueller Reporter hat heute Morgen berichtet, dass er an der Kita Schmierereien und entdeckt hat. Wie geht's dir damit jetzt, wenn du die Serie siehst? Ich werde oft dann jetzt gefragt, ob das jetzt der richtige Zeitpunkt genau ist und für so eine Serie. Ich glaube, es gibt gar nicht wirklich jeder Zeitpunkt ist richtig, darüber zu berichten und uns immer wieder zu vergegenwärtigen, dass das niemals wieder passieren darf und dass wir unsere freien demokratischen Werte, die wir hier ausleben, nicht für allzu selbstverständlich nehmen sollten und es dafür lohnt und dass man dafür kämpfen muss. Und ja, es gilt alles daran zu legen, dass sich das nie wieder wiederholt. Also mir geht es so, wenn ich diese Ausschnitte und die Serie sehe, dann bin ich einfach schockiert über das, dass gerade die Situation jetzt wieder so ist. Mhm. Ja. Wobei wir das doch schon, diese schlimme Nazi-Zeit und alles erlebt haben. Wie kann das sein? Also das war das, was das bei mir ausgelöst hat, als ich die Serie gesehen habe. Ja, man könnte meinen, man lernt doch irgendwie aus der Vergangenheit, aber es scheint so, dass sich irgendwie alles immer, ich weiß nicht, also ich weiß auch nicht, es ist schwierig, glaube ich, jetzt hier aufzudröseln, warum das so kommt wieder, aber deshalb müssen wir dafür kämpfen, dass es eben nicht wieder so passiert und vielleicht können wir mit unserer Serie nur ein kleines bisschen irgendwie darauf aufmerksam machen. Also auf jeden Fall eine spannende Serie, 15.11. Jawohl. Zu sehen, 5 Teile, spielt eben in den 60er Jahren und hast du schon erzählt von deiner Rolle. Wir wollen jetzt nochmal ans Brandenburger Tor schauen, denn auch dort ist heute nie wieder zu erkennen und zwar als Schriftzug, also das, was wir vorhin auch in der Rede von Kanzler Scholz gehört haben, nie wieder jetzt, ist dort angestrahlt, gerade jetzt beleuchtet worden, um 18.30 Uhr, ganz, ganz wichtiges Zeichen an diesem 9. November, unübersehbar. Und ja, mehr dazu werden Sie sicherlich auch später in den Nachrichten sehen. Schauspieler Max von der Gröben ist bei uns. Und gerade läuft, oder nächste Woche, läuft deine Serie Deutsches Haus. Aber im Kino läuft ja auch gerade noch was von dir. Genau. Die Mittagsfrau. Und da bist du ja auch zu sehen. Und ja, auf der anderen Seite allerdings. Ne? Also Deutsches Haus spielst du den Strafverteidiger. Und den Staatsanwalt, genau. Und in der Mittagsfrau bin ich auf der anderen Seite und spiele einen Nazi, der sich aber in eine Halbjüdin verliebt und dann beginnt das große Drama.
Dann hast du aber echt wirklich jetzt in der letzten Zeit ganz viel Dreharbeiten, die sich jetzt mit diesem Nationalsozialismus beschäftigt haben auch, ne? Tatsächlich, ja. Das war irgendwie ein Zufall. Ich finde es einfach schön, dass ich aber auf beiden Seiten irgendwie agieren konnte und da auch dann wieder, ja, einen Wechsel in den Rollen habe. Naja, und vor allen Dingen, wir haben es ja vorhin schon mal gehabt, man hat es, also haben ja auch die Kinder in dem Beitrag gesagt, man hört es ganz viel in der Schule, aber wahrscheinlich, wenn man das so erlebt, ist nochmal ein ganz anderer Zugang. Ja, ja, absolut. Und ich, um ganz ehrlich zu sein, auch in dem jetzigen Alter, ja, nimmt man das alles nochmal anders wahr und auf und beschäftigt sich damit einfach nochmal anders, zumindest ich. Und ja. Aber du hast auch schon wieder neue Projekte. Du warst zuletzt in Japan. Kannst du da schon was verraten, was du in Japan drehst? Nee, ich war in Japan mit der Mittagsfrau. Mittagsfrau lief auf dem Filmfest Tokio, war mir eingeladen. Und deshalb war ich in Tokio. Und das war, ja, Wahnsinn. Also den Film dort zu zeigen und Japan hat dich auch fasziniert? Absolut. Stand immer schon mal recht weit oben auf der Bucketlist und auf der Reiseliste. Und ja, ich habe genau das erlebt, was ich mir vorgestellt habe. Du liest ja auch die Weisheiten des Buddhas. Hast du noch eine Weisheit zum Abschluss? Nee, ich bin da noch dabei. Im Zuge dessen, dass ich da hingefahren bin, dachte ich, beschäftige mich mal ein bisschen damit. Das ist ein dickes Buch, ne? Nee, ich habe die Kurzfassung genommen.